Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Cross Here the Lost so Let's Cross Here the Lost Levels, wo wir heute vermutlich weiterhin sterben werden, Gerüchten zufolge. Also zumindest... Also diese Gerüchte haben sie auf jeden Fall schon mal bestätigt. Was dann natürlich jetzt eigentlich dazu verführen könnte, noch mehr Gerüchte in die Welt zu setzen, aber ich meine, das wäre dann auch wieder nicht unsere Art. Das wäre eigentlich nicht unsere Art, aber wir können es ja mal versuchen. Zum Beispiel, alle Schildkröten, sind massive Drogenopfer. So, das haben wir jetzt gemacht und damit sind jetzt alle Schildkröten offiziell im Verruf, weil sobald das irgendwo im Internet steht, ist es ja bekanntlich wahr. Also das ist, nein, wir werden das nicht tun, ach Moment, ich erinnere mich, dass wir ja diese wunderschöne Stelle hatten und ich keine verdammte Ahnung habe, was sie von mir wollten. Kann das sein, dass ich dafür wirklich den Bullet Bob brauche? Und jetzt müssen wir quasi, jetzt muss ich warten? So? Warum ist der denn jetzt nicht gesprungen? Was ist das denn für Kack? Ich hab gedrückt. Nein, wir machen dann jetzt wieder wunderbar. Das ist toll. Weil direkt am Anfang des Videos schon mal irgendwie eine Stelle, an der überhaupt keine Idee vorhanden ist, wie man denn jetzt vorankommen könnte. Das kann nur gut werden. Da darf ich auch nicht rein. Dann sollte ich auch mal irgendwo rein dürfen, so zum Schutz oder so vor dem bösen Wind, der natürlich die ganze Zeit sagt, so, ich bin das himmlische Kind. Und weißt du, ich meine, ist klar, wenn so ein Lebewesen wie... Oh Gott. Wenn so ein Lebewesen wie der Wind, seitdem er lebt und seitdem er denken kann, oder zumindest seitdem die Dichtkunst denken kann, gesagt bekommt, ich bin das himmlische Kind, natürlich kriegt er einen Höhenflug. Außerdem kann er dazu auch noch hochfliegen, weil er ist ja Wind. Also das war schon allerhöchstes humoristisches Gold jetzt. Also das war schon... Tschö. Das ist nicht nett. Das Ding ist eigentlich, was ich eigentlich so langsam aber sicher mal in meine Berechnung... hochprofessionellen und wissenschaftlichen Berechnungen einbeziehen sollte, ist natürlich die Tatsache, dass wenn ich überhaupt irgendwas schaffe, dann natürlich nur, wenn ich gerade nur noch ein Leben habe und wenn ich es schaffe, danach Game Over bin und den Checkpoint quasi nicht hätte. Weißt du, das muss man ja im Grunde genommen mittlerweile schon beinahe mit einbeziehen, weil das natürlich so ist. Wobei es jetzt auch nicht schlimm ist, dass ich gestorben bin, weil ich bin ja eh noch nicht Game Over danach. Also da können wir jetzt im Grunde genommen die Uhr nachstellen, dass wir dann jetzt noch einmal sterben und danach werden wir es dann schaffen, diesen Sprung. Aber dann unmittelbar danach sterben, sodass es dann im Endeffekt überhaupt nichts gebracht hat, außer dass wir gelernt haben, wie man es macht. Also das ist das, wie es sehr wahrscheinlich passieren wird, wie es ja auch schon 999.000 Mal vorher passiert ist. Können wir jetzt mal, wie zur Hölle soll ich da durchkommen, wenn... Das ist gut. Also wir machen jetzt das, was ich in Mario Maker kritisiert habe, sprich irgendeine random Scheiße. Wie die willkürliche Platzierung und Schussgeschwindigkeit, oder nicht Geschwindigkeit, aber ne, der Schusszeitpunkt quasi. Dieser wunderschönen Bullet Bobbingtons. Die machen wir jetzt einfach in einem offiziellen Nintendo-Spiel. Weil Nintendo offensichtlich jeden Hauch menschlicher Größe und menschliche verfickte Stärke und Wissen und Grazie und so komplett verloren hat. Das ist das erste Level dieser Welt und ich bin schon am Verzweifeln. Fantastisch. Und wir haben noch 5 Welten nach dieser hier, wo wir merkt, vor uns. Das wird der Weltuntergang für gewisse kleine Kruzzingtons. Aber nur Gerüchten zufolge. Wir haben ja quasi zumindest noch unsere Hoffnung. Ne? Also zumindest die... Kann ich hier rein? Ist das die Möglichkeit? Das ist auch nicht die Möglichkeit. Was wollt ihr denn dann von mir? Was ich jetzt einfach mal versuchen werde, ist das Ganze mit Luigi zu machen, in der Hoffnung, dass der ein kleines bisschen weiterspringt und ich die Physik mit dem bis dahin zumindest mal kurz überlebe. Weil ich sonst wirklich langsam, also ich keine Ahnung habe. Ich habe den Sprung jetzt x-fach versucht. Ich habe keine Ahnung, ob das ist, was ich machen muss. Ich gehe allerdings immer noch davon aus und sterbe stattdessen hier. Das Spiel wird mich in den Wahnsinn treiben, ich wusste es und das ist dann so langsam aber sicher, wo wir angefangen im letzten Video, vermutlich der Moment, in dem es dann soweit ist. Ist es nicht fantastisch? Ist es nicht fantastisch? Wir haben es endlich geschafft. Also, lass mich mal dieses dumme Loch springen. Boah, das Momentum von Luigi ist Wahnsinn. Also dieses Rutschen ist verrückt. Ich komme mit den Controls von Mario schon nicht wirklich klar. Und dann muss ich mir jetzt für den Sprung tatsächlich auch noch antun, neue Controls, schlüpfrigere Controls mit Luigi zu lernen. Das ist fantastisch. Daran merkst du, yo, das ist ein geniales Spiel, das perfekt designt ist und vollkommen fair und ganz fantastisch. Also ist, im Grunde genommen ist es das beste Spiel aller Zeiten für die Leute, denen das jetzt eventuell noch nicht
aufgefallen sein sollte, ist es das selbstverständlich. Ich komme Luigi nicht mal mehr bis zu dieser Stelle. Das ist fantastisch. Und das nur wegen diesem dummen Käferkackkopf da, der meint, er müsste jetzt permanent im Weg stehen, anstatt einfach mal zu sagen, nein, okay, wir gehen jetzt weg. Wir gehen jetzt aus dem Weg. Und das, ich komme nicht mal mehr bei dem Hammerbro an. Das ist das Problem. Und der wird noch schwieriger sein. Schön, dass jetzt einfach die Schildkröte fehlt. Ist gut, ich brauche die Schildkröte nicht. Ich bin ein starker eigenständiger kleiner Panda. Und jetzt lass mich diesen dummen Sprung hier schaffen. Meine Fresse. Ist das jetzt wirklich wert gewesen? Ist das jetzt richtig so? Ist das jetzt vernünftiges Game Design, dass ich den Charakter wechseln muss? Von dem man eventuell nicht mal mehr wissen muss, dass er überhaupt andere Physik hat, weil mir das ja hier zumindest noch keiner gesagt hat. Ich meine, gut, man hätte die Anleitung lesen können, wenn man denn eine hätte, Nintendo. Und dann, da hätte man das eventuell gewusst. Muss ich da jetzt hoch? Ich gehe mal davon aus, dass ich hier hoch muss. Ich muss hier hoch. Das ist das Ende des Levels. Das war jetzt der Rest dieses Levels. Das ganze Level war im Grunde genommen nur dieser eine Sprung. Das ist das Einzige, was in diesem Level überhaupt existiert. Sehr gut. Also, darf ich dann jetzt wieder zurück zu Mario wechseln? Wir bleiben erstmal dabei. Wir bleiben erstmal zumindest für... Mal gucken, vielleicht können wir die komplette Welt ja damit spielen. Mit Luigi Ington. Ich habe keine verdammte Ahnung. Wir gehen einfach mal erstmal. Ich gebe zu, das hätte man anders lösen können. Womöglich. Also, es gab auch noch andere Lösungsansätze als den ich jetzt gerade versucht habe zu erstreben. Aber, also ich meine, man kann das ja auch nicht alles wissen immer. Man muss dann den Leuten ja auch manchmal zeigen, okay, pass mal auf. Machst du so dann besser nicht? Nein. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg und wir müssen gefälligst... natürlich wieder Mario nehmen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt eine gute Idee ist, sich im Laufe des Spiels noch dauerhaft neue Controls hier anzugewöhnen. Ich habe mir anfangs ja sagen lassen, dass Luigi wohl teilweise, das kann ich an dieser Stelle jetzt sogar bestätigen, teilweise sogar etwas einfacher zu steuern ist. Ich hasse alles, ohne Scheiß. Ich hasse alles in diesem Spiel. Das ist Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn, was dieses Spiel mit einem macht. Also, auf der einen Seite ist es ja auch schön. Man muss ja dann auch loben, weil ansonsten kommt ja wieder irgendwie klein Kind um die Ecke und sagt, Mama, ich will nicht genug loben. Und dann, weißt du, man muss ja jetzt im Grunde genommen... Muss ich jetzt das komplette Spiel mit Luigi zu Ende spielen? Dann muss man jedenfalls genug loben, ansonsten fühlt sich ja klein Kindchen... vernachlässigt oder sonst irgendwas. Und dann kommt Mama in die Schule und sagt, so Herr Dr. Lehrer Ington, mein Sohn fühlt sich aber vernachlässigt, geben Sie dem Jungen jetzt gefälligst mal bessere Noten. Und dann macht der Lehrer das natürlich, weil Mama das gesagt hat und gemeckert hat, anstatt weil kleine Söhnchen irgendwie bessere Leistung gebracht hat. So funktioniert das heutzutage doch, oder? Das so. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Und das Schlimme ist, normalerweise würde ich jetzt denken, okay, wir sind in Welt 8, ist ja bald vorbei. Arschlecken ist gleich vorbei. Wir haben nämlich noch 18 verfickte andere Welten vor uns und die werden noch viel schlimmer. Ich habe mir eine Liste angeguckt. Eine Liste. Ohne Videos, ohne Text. Einfach nur eine Liste. Mit den schlimmsten Leveln in diesem Spiel. Und wir haben noch einiges vor uns. Wir haben also zumindest aus dieser Liste jetzt einfach nur die reine Quant... Einfach... Das ist geradeaus einfach ein Trollblock. Das ist geradeaus einfach ein verfickter Trollblock, den in dieses Spiel... Ey, was ist das? Das ist ja, ohne Scheiß, Unfair Mario hatte mehr Stil. So, jetzt hat er es gesagt. Jetzt hat er es gesagt und wir sind jetzt groß Luigi und werden wahrscheinlich, ich werde es vermutlich bereuen, weil das jetzt vermutlich irgendeine Konsequenz haben wird, mit der ich überhaupt nicht klarkomme. Aber so für den Moment kann man sich dann zumindest mal ein kleines bisschen besser fühlen, weil man ist ja zumindest mal groß und hat einen Hit übrig. Ne? Also manchmal ist das auch was Feines. Arschkrampe. Wieso Trollblöcke? Das ist jetzt das Niveau, auf dem wir jetzt spielen. Trollblöcke. Das ist das, was Nintendo jetzt für richtig hielt. Zu sagen, okay, wir machen da jetzt Typ-Typingens hin. Und die Typ-Typingens, die haben einen Block über sich. Und wenn du dann versuchst, über die Typ-Typingens drüber zu springen, so fängt der Scheiß an. Und die Leute beschweren sich dann, dass manche Menschen... Bin ich falsch gegangen. Und das muss man in so ein Level einbauen. Ey, haben die noch alle... Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich in irgendeine von diesen willkürlichen Röhren hier rein muss, oder was? Ich habe keine verfickte Ahnung. Ist es das, was ich machen muss? Muss ich jetzt in eine von diesen verdammten Röhren rein? Das ist aber ohne Scheiß. Das wäre lächerlich. Ist es jetzt diese Röhre, die ich rein muss? Das ist nicht die Röhre. Was wollen die denn dann von mir? Ist hier irgendwas mal auf? Das kann doch sein, dass hier eine Liane drunter ist, oder so ein Scheiß? Nee, ein Stern. Okay, danke. Und jetzt? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich renne die ganze Zeit. Was ist das bitte? Ist es der Block? Das ist der wahrscheinlich am schwierigsten. Jo.
Das ist der wahrscheinlich am schwierigsten zu erreichende Block in diesem Level. Und den muss man dann natürlich erreichen, weil wir jetzt in den Himmel kommen, weil wir dieses Spiel spielen. Das ist das, was wir bekommen dafür, dass wir dieses Spiel spielen. Wir kommen zumindest in den Himmel. Wir sind nicht fantastikerisch. Wir sind, wenn ich da jetzt reingefallen wäre, ich wäre vermutlich ohne Scheiß, ich hätte Controller geschmissen. Und dann wäre dadurch, dass diese Konsole ja so fürchterlich leicht und klein ist, wahrscheinlich die Konsole noch quer durch die Wohnung geflogen. Aber das wäre es dann wert gewesen, weil Nintendo gesagt hat, okay, ja, das ist jetzt genau das, was wir machen wollen. Mach doch in den Thumbnail einfach direkt einen Mittelfinger. Das wäre doch fantastisch, wenn wir das machen können. Weißt du, scheiß doch jetzt mal einfach direkt auf den ganzen, weißt du, auf den ganzen unnötigen Schmuh. Wir machen jetzt einfach geradeaus, was wir denken. So, und Nintendo denkt einfach, hier ist ein riesengroßer Mittelfinger, du Arschloch. Und dann spielen wir das einfach so. Und das ist das, was wir tun, weil Nintendo das gerne so möchte. Wir begeben uns jetzt auf das Niveau von Nintendo. Hinauf. Ich sage bewusst hinauf. Nicht zu verwechseln mit einem verdammten Hinox. Der ist ein bisschen größer als der Mittelfinger von Nintendo. Wobei, vielleicht ist das ja der programmierte Mittelfinger von Nintendo. Und der sieht mittlerweile dermaßen groß und geschwulstig aus, weil er... groß und geschwulstig ist, ne? Durchaus im Bereich. Können wir bitte aufhören? Durchaus im Bereich des verdammt nochmal Möglichen. Danke. Du bist auf jeden Fall schon mal mir eine große Hilfe dadurch, dass du nicht mehr existierst. Wahrscheinlich spawnt der nächste direkt. Eine verfickte Millisekunde hinter mir. Dafür sind wir im Himmel. Ist es nicht Himmel? Das ist die Message. Das ist im Grunde genommen. Ist das die Message dieses Spiels? Das Spiel ist eigentlich die Erlösung. Das ist das, was Nintendo uns mitteilen möchte. Und das müssen wir uns zu Herzen nehmen und sagen, okay, danke Nintendo. Das ist das, was wir machen müssen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ist egal. Ich lebe noch. Das ist die nächste Message. Wir leben einfach noch, weißt du? Hör auf, dich zu beschweren. Du lebst. Was soll's, ich lebe. Und lieber leben als kleben. Weil wenn wir alle kleben, dann wäre irgendwie auch doof, weißt du? Dann passiert hier noch irgendwas? Okay, danke. Können wir bitte aufhören mit verfickten Hammer Bros? Können wir bitte... Das ist ohne Scheiß... Das ist auch kein Level-Design mehr. Wir haben einfach nur noch geradeaus eine Strecke. Und auf dieser Strecke stehen 17... Kein Checkpoint. Auf dieser Strecke stehen einfach 17.000 Hammer Bros hintereinander. Zwischendurch haben wir noch einen verfickten Lakitu. Das ist das, was ab dem einen Punkt im Level dann plötzlich passiert. Also es ist... Im Grunde genommen haben die es dann komplett selbst aufgegeben und haben gesagt, okay, nein, wir machen jetzt einfach, weißt du, wir machen jetzt geradeaus, leck mich am Arsch. Und dann mache ich jetzt halt auch leck mich am Arsch. Dann laufen wir jetzt einfach und machen das jetzt. Das ist jetzt das, was wir tun werden. Weil Nintendo... Was ist das? Das ist doch kein Level. Was zur verfickten Hölle ist das bitte? Ist gut. Ist fantastisch. Zumindest Luigi freut sich, dass er zum 98.000. Mal Game Over gegangen ist. Ist gut. Da muss man dann, weißt du, Luigi macht's richtig. Der ist dann zufrieden, weißt du. Der sagt dann, okay, ich darf halt nochmal spielen. Das sollten wir vielleicht auch tun. Wir sollten vielleicht auch sagen, wir dürfen nochmal spielen. Das ist doch geil. Hör mal, guck. Andernorts, also in einer verfickten Spielhalle, da müsste man nämlich jetzt dafür, für jedes Game Over müsste man da jetzt nämlich 25 Cent in den Automaten schmeißen. Wir dürfen einfach so kostenlos nochmal spielen. Ist das nicht fantastisch? Also mal davon ab, dass wir natürlich Geld für das Spiel ausgegeben haben, aber das muss ja jetzt auch keiner wissen. Man hat gefälligst dankbar zu sein. Das ist die Message. Das ist die Message, die dieses Spiel dingsbumst. Wir müssen gefälligst dankbar sein. Ob wir wollen oder nicht. Das ist das, was wir jetzt heute gelernt haben und das ist das, was Nintendo uns auch beibringen möchte. Und das ist natürlich auch vollkommen zu Recht so. Naja, also da muss man... Scheiße, ganz klar so sagen. Wo kommen die dummen Hammer Bros? Jetzt kommt der Scheiß hier wieder. So, guck, wir sind auf jeden Fall schon mal so weit. Dann natürlich Hammer Bros, weil wir sonst keine verdammten Ideen mehr haben. Und dann natürlich dieser Sprung, weil wir sonst überhaupt keine verdammten Ideen mehr haben. Wie soll ich auf dieses dumme Brett drauf? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass hier wieder... Ja, natürlich. Dass hier wieder irgendwo versteckte Blöcke sind, weil das das Niveau ist, auf dem Nintendo hier spielt. Okay, von mir aus, mach. Ich gehe mal davon aus, dass ich das so weit wie möglich oben brauche. Natürlich brauche ich das so weit wie möglich. Und das ist das Ende des Levels. Heilige Scheiße, das ist mittlerweile ohne Scheiß Kackengrast. Die Leute beschweren sich über diese ganzen Troll-Level in Mario Maker, die zwischenzeitlich mal aus irgendeinem Grund fürchterlich beliebt waren. Oder auch über... Verstehen nicht, warum man denn so Rom-Hacks wie Kaizo Mario spielt, nur um sich selbst zu quälen. Das können die Leute einfach nicht nachvollziehen. Und im Grunde genommen ist das hier der Ursprung, diese Fiction-Level... Das ist der Wahnsinn. Das Spiel ist der absolute Wahnsinn. Und zwar im allerschlechtesten Sinne. Das ist das Problem an der Sache. Das ist das Problem. Lass mich da jetzt bitte einfach unten runter und dann lass mich da jetzt bitte einfach oben drüber. Und dann lässt du mich gehen und du lässt mich auch gehen und dann gehen wir alle. Ja, willst du mit mir gehen, Alter? Dann lass das mal machen. Das waren die schönen Zeiten. Als man solche Briefe noch geschrieben hat, da war man, weißt du, da hat man keine großen Probleme. Wie dieses wundervolle Spiel, das sehr, sehr himmlisch ist.
Und das ganz fantastisch. Aber das ist mal ohne Scheiß. Warum muss ich jetzt hier erst runtergehen? Das ist Zeitverschwendung, mich jetzt erst hier runtergehen zu lassen. Jedes einzelne Mal. Nur um mich dann hochspringen zu lassen. Anstatt mich direkt von da oben springen zu lassen. Und sagen die dann einfach nein. Du musst jetzt gefälligst erstmal 20 Sekunden warten. Das ist das, was hier passiert. Warum in aller Welt passiert das? Das ist ein Spiel, das scheinbar wirklich nur darauf ausgelegt ist, in irgendeiner Form, in der schlimmsten... Cheep Cheeps in einem Schloss. Ey, sag mal, haben die noch alle Latten, Alter? Ich beginne dieses Spiel ernsthaft zu... Allein wegen dieser Stelle beginne ich dieses Spiel ernsthaft zu hassen. Ich muss jetzt jedes einzelne Mal erst langsam darunter gehen, um dann schnell zu springen. Warum kann ich nicht einfach von hier darüber? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für ein Scheiß? Warum in aller Welt ist diese Stelle in diesem Level? Das ist einfach nur da, um Leuten ans Bein zu pissen. Das ist nicht schwer, das ist nicht lustig, das ist nicht interessant, das ist einfach nur angekackt und beschissen und dumm und dumm. So, jetzt haben wir nämlich richtig einen rausgehauen. Jetzt muss nämlich auch keiner mehr kommen, von wegen, weißt du? Ja, weiß ich auch nicht, was ich jetzt sagen will. Aber das macht gar nichts. Nein, kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Toll. Unterwasserschloss. Das ist jetzt die Belohnung, die ich bekomme dafür, dass ich einen Geheimgang gefunden habe, ja. Wahrscheinlich ist es nicht mal mehr ein Geheimgang, sondern der Weg, den man gehen muss. Oh, ja, super. Wie in aller Welt. Wenn mich das jetzt zurückwirft oder so, wag es dich nicht, mich zurückzuwerfen. Wo bin ich? Da bin ich. Muss ich da jetzt rein? Muss ich hier rein? Ich will nicht. Ich weiß genau, dass diese dumme Blume genau dann erscheint, wenn ich sie am allerwenigsten brauche. Das weiß ich. Das ist das Problem. In dem Moment, in dem ich jetzt springe oder so. Oh Gott sei Dank ist da ein Clip. Ein Dingsbums. Das ist bestimmt jetzt ein Warp zurück oder so ein Scheiß. Und ich werde irgendwie, keine Ahnung, sterben oder so. Blooper. Ja, nee, ist klar. Ach Gott, das haben wir gut abgewendet. Ich möchte gerne hier raus. Nein, warum kommt die da raus? Das geht mir so auf den Zeiger. Warum muss jetzt an jeder Scheißecke muss jetzt so ein dummer Trollblock sein, oder was? Ist das jetzt wirklich das, was wir machen? An jeder Scheißecke einfach nur sagen, okay, Trollblock hier, bitte Gift. Das ist das, was dieses Spiel mittlerweile macht. Das ist ja fantastisch. Das ist absolut fantastisch und ich hasse es, aber das ist egal. Wahrscheinlich ist es dafür sogar gedacht. Das war falsch. Das ist tatsächlich so ein Bibub-Schloss. Ach du Scheiße. Na, ich muss wahrscheinlich oben lang. Aber ich muss wahrscheinlich da oben lang. Ja, was anderes bleibt mir ja gar nicht übrig eigentlich. Das Level hat keinen einzigen Checkpoint, ne? Oh. Nein. Ich habe versehentlich die scheiß Schildkröte da oben. Nein, doch, ich komme hier hoch. Das ist auch falsch? Wo soll ich denn lang, Alter? Muss ich in die Röhre? Muss ich in die Röhre zurück? Das wird noch zu dem Spiel passen. Also ich muss nicht in diese Röhre zurück. Zumindest schon mal etwas. Hier kann ich rein. Ich kann hier in die Röhre rein. Das ist doch wieder dieselbe Stelle wie vorhin. Also führt das auch im Kreis. Jetzt mal ohne Scheiß. Haben die noch alle... Was soll das? Wieso hat das jetzt funktioniert? Ich hab's doch vorhin genauso gemacht. Weil ich jetzt gerannt bin, anstatt zu hüpfen oder was? Ach du Scheiße, ey. Jetzt mal ohne Witz. Das ist langsam aber sicher. Halte ich das wirklich für übertrieben, was hier passiert? Ehrlich. Bitte lass das Level einfach zu Ende sein. Es kommt noch ein Bowser-Kampf. Es kommt noch ein verfickter Bowser-Kampf. Nein. Wo muss ich lang? Oh. Warum? Kommen jetzt mehrere Bowser? Was? Nein. Lass es doch bitte zu Ende sein. Die Musik ist ja ganz fantastisch und so, aber bitte lass es zu Ende sein. Oh. Bitte. Oh. Das ist der Moment, in dem ich wahrscheinlich wirklich begreife, dass das nicht mehr... Das kann... Hauptsache Luigi rettet am Ende die Frau, das ist das Wichtigste. Das kann gar nicht mehr am Ende... Das ist jetzt erst Welt 8 von 13, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich am Ende noch jedes Mal überhaupt die ganzen Dings schaffen werde. Also eine Welt pro Video. Weil das hat jetzt ungelogen, das hat eine Dreiviertelstunde gedauert.
Also, geht das jetzt direkt weiter? 9-1. Okay, meine Damen und Herren, ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute noch schaffe. Ganz, ganz, ganz ehrlich, ich kann nicht pausieren. Ich kann nicht pausieren. Muss ich hier jetzt rein? Das wirft mich jetzt nicht zurück, oder? Das wirft mich jetzt nicht zurück in Welt 1, oder? Jetzt kann ich auch wieder pausieren, meine Damen und Herren. Ich hätte zwischendurch nicht gedacht, dass das heute noch funktioniert. Nach einer Stunde Aufnahme. Dafür bitte Like Button kaputt kloppen in den Kommentaren. Boah, ey. Wie viele Schwierigkeiten hattet ihr dabei für die Leute, die das Spiel schon gespielt haben? Alter, das ist Wahnsinn, oder? Das ist so viele kackendreiste Trollblöcke, was da alle für ein Scheiß drin ist. Und da würdest du in Mario Maker würdest dafür angeflamed werden, und zwar vollkommen zu Recht. Und wie schlimm werden die kommenden Welten? Ich möchte es wahrscheinlich nicht wissen, aber sagt es mir natürlich trotzdem liebend gerne. Vielen lieben Dank, dass du da warst, du offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.